Jobs hier drin. Wie lange bis hier die nächste Person geboren ist? Kleines bisschen. Das wollte ich nicht. Darauf wollte ich nicht klingen. Gibt es noch irgendjemand? Achso, ich habe euch ja noch gefunden. Hallo. Wirtschaftspakt schließen. Ja, so. Construction finalized. Das ist euer Hauptwelt. Ermöglicht die Beseitigung von dem Kram. Sehr schön. Lebensdauer von Anführern. Jo. Unternehmen, Zweigstelle einrichten. Es fehlen 100 Energy Credits. Gut, Energy Credits habe ich auch wieder starkes Minus gerade. Also kein schönes Plus, wie ich es mir wünschen würde. So, was brauche ich dafür? Achso, dafür brauche ich Gas. Du hast gerade nichts zu tun. Schön. Da kann ich keine Bergbaustation bauen. So, bap. Anomalous readings detected. Mache ich erstmal in den Systemen wieder. Welche? Achso, da hast du auch noch nicht annähernd fertig gebaut. Hier, guck mal, da hast du noch. Kannst du noch eine Station bauen? Ein aufgegebenes Kolonieschiff. Woran forsche ich gerade? Flow Manager Technologie. Genau, da sind die Gase. Ich weiß nicht, wie gut mein. Construction complete. So ebenbürtig. Technologie sind wir uns ebenbürtig. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da zurückgelassen werde. Ich bin ja eigentlich auch daran interessiert, wie die. Oh. Wer wird eben Schicksal überlassen? Eine von 12 und Wahrscheinlichkeit von Gertrude Kleiner, die Eigenschaft anpassungsfähig. Paranoid. Das Volk aus dem Asteroiden gehört zu den Überresten des Schiffes des nun gestrandeten Wissenschaftlers Schibal, die sich selbst als zur bisher unbekannten Spezies zugehörend beschreibt. Zu dem Volk gelang es, ihr Gertrude Kleiner, den Wissenschaftsoffizier der From Beyond, zu kontaktieren und sie bat darum, gerettet zu werden. Sie erklärte, dass ihre Kollision auf fehlenden Navigationssensoren zurückzuführen war und dass sie den Asteroiden mehrere Jahre lang nicht verlassen konnte. Sie behauptet auch, dass ihr Wissen im Bereich der Wissenschaft unvergleichbar sei und sie ein wertvoller Gut wäre. Sie gibt bisheriges Überleben als Beweis dafür an. Sie kann sich unserer Sache anschließen. Einfach mal gucken. In der Hoffnung, dass da jetzt nichts Böses passiert. In wie vor ist passiert irgendwas Böses. So, ich würde hier erforschen. Wenn ich jetzt hier einfach weiter 3-4 Bergbaudistrikte baue. Unsere Forschung der Technologien hat es gefördert. Kann ich theoretisch hier einfach Stadtdistrikte reinzimmern noch, ne? So, 3-4. Stimmt, kann ich eigentlich machen. Verteilung Supercomputer haben wir damit bekommen. Und, was ist das zweite? Unterraumsensoren, schwarzes Loch-Observatorium. Ah, guck mal, ihr seid jetzt hier fertig. Ich verbessere euch erstmal das hier. Und dann bekommt ihr. Ich hätte gerne das Energienetz, ne? System Resources analyzed. Ja. Dann baue ich einfach mal die Generatoren. So, 3-4. Nochmal 4 Stadtdistrikte. Und nochmal 2 Landwirtschaftsdistrikte. GG. Chemische Bepflanzung. Flüchtige Teilchen. Oh ja. Anomalous readings detected. Das bedeutet, dass ich ein paar Jobs auf jeden Fall schon mal bekomme. So, und auf Schotter, wie schaut es mit der Bevölkerung aus? Ich mache noch immer weitere Roboter. Wie bereits vermutet, enthält der Asteroid eine große Masse an Metall und versteckt tatsächlich eine Art von Maschine. Die gesammelten Daten zeigen deutlich, dass seine Bestandteile eine große Menge an gespeicherter Energie enthalten, aber ihr Zweck ist weiterhin unbekannt. Geht vorsichtig vor. Vorsichtig vorzugehen hat sich bewährt. Versteckt in dem Asteroid war eine Schar alter Bergbaudrohnen, die darauf programmiert worden waren, bei Kontakt anzugreifen. Wissenschaftsoffizier Priyanka Patil hat dies glücklicherweise früh entdeckt und konnte die Sensoren in der Drohne lang genug blockieren, um sie zu deaktivieren. Die kleinen Drohnen sind zwar alt, aber sie enthalten viel Energie. Nice.
habe ich ein paar Spezialisten. Ich muss halt die Dienstleistung wirklich hochschrauben. Aber Schotter kann halt theoretisch so ein gutes System werden. So, und dann haben wir jetzt gleich die Bergbaudistrikte voll. System Resources analyzed. So, wie schaut es hier auf Thaler aus? Ja, forsch das mal bitte. Genau, dann machst du jetzt gerade das hier und dann das Energienetz. Our research has progressed. So, kriege ich denn... Achso, guck mal, damit kriege ich sogar Dienstleistung. Ah! Anzubefs Größe oder gleich 40. Ach, hier auf dem... Ach, das ist sogar eine planetare Hauptstadt. Na, Brenner... Ja, nehmen wir mal den Nachbarn damit. Ist schnell erforscht. Alle Versuche, das Hochgeschwindigkeitsobjekt in der Umlaufbahn von D-D-D zu scannen, sind fehlgeschlagen. Das Objekt bewegt sich zu schnell aus der Sicht und die Instrumente unserer Forschungsschiffe können einfach nicht mithalten. Obwohl die Gravitationskraft von D-D-D sehr stark ist, erklärt das nicht die extreme Geschwindigkeit des Objekts. Entweder besitzt es selbst außergewöhnliche Eigenschaften oder es handelt sich um ein Gravitationswunder. Die Geschwindigkeit des Objekts scheint sich sogar allmählich zu erhöhen. Und Wissenschaftsoffizier Patil vermutet, dass es schon bald aus dem Orbit geworfen werden könnte, auch ohne äußere Einmischung. Schickt eine Drohne und versucht sie an das Objekt zu halten, um die Geschwindigkeit zu verlangsamen. So, wenn ich jetzt hier Situationsprotokoll. Anomalien. Nein, da. Die... Ach so. Geschwindigkeitsdämon gestoppt. Die Drohne hat die Umlaufbahn des Objekts erfolgreich abgefangen. Durch das Anheften an dem Objekt und anschließenden entgegengesetzten Schub war die Drohne in der Lage, sie zur Acuity zu leiten. Das Objekt scheint eine Art Box aus Alien-Material zu sein. Aderähnliche Drähte winden sich um es herum und enden oben in einer Art kugelförmigen Mechanismus. Wir können den Inhalt nur erraten. Studiertes. Erforschung der Alienbox. So, damit haben wir die Bergbaudistrikte schon mal voll und dann machen wir jetzt noch lauter Stadtdistrikte. Wir haben auf jeden Fall. Also, wir haben noch nicht genug Wohnungen für alle unsere Leute, die hier leben wollen. So. System Resources analyzed. Hier ist das doch schon ein bisschen anders. Achso, ich könnte Stadtdistrikte, Landwirtschaftsdistrikte. Genau, man kann jetzt hier ganz easy. Kann ich das auch Track-and-Drop-mäßig ziehen? Nein. Man kann mit Pfeilen Zeug so bewegen, dass man die Wahl hat. So, nice. Das ist eine neue Tradition, die wir haben. Standard-Bauvorlage. Genau. Weltraum am Üben. Faszinierende Kreaturen. Studieren wir die Amöben. 32 Monate. Ich glaube, normalerweise sollte Befreier des Volkes, cool. Normal. Wobei, ich sollte kurz nachschauen. Ist Befreier des Volkes wirklich so toll? Okay. Achso, ich habe hier auch eh noch ein bisschen was am Blockern, ne? Ach, die ich nicht entfernen kann. Achso, ich kann den giftigen Seetang entfernen. Stur war aber nur 25%, okay. Meinen Sie es gerecht? Gerecht und stur. Wenn ich einen Distrikt baue, geht das automatisch hier auf die Dienstleistung drauf? Nö. Höchstwahrscheinlich erst, sobald der Job dafür genommen wird. Galactic Sundred Red. Er hat die geschäftliche Vereinbarung zwischen uns ihren Zweck überschritten. Alles okay bei euch? Ideologie. Ihr seid uns ebenbürtig. Eieiei. Warum hassen mich alle wegen meiner Ideologie? Ist voll nicht fair.
Justus Bugau. Wir haben erfahren, dass in diesem Reich ein Individuum lebt, dessen brillanter Verstand die geistigen Fähigkeiten euer auf tragische Weise primitiven Spezies bei weitem übertrifft. Die Talente von Shiba sind für Reich außer bedauerlicherweise völlig verschwendet. Während wir zig Mock in unseren Archiven immer fähige Wissenschaftler gebrauchen können. Aus diesem Grund bieten wir euch eine einzigartige Gelegenheit, in unsere Gunst zu steigen, indem ihr uns gestattet, sie in unseren Obhut zu nehmen. Eins unserer Schiffe ist bereits unterwegs, um sie abzuholen. Also müsst ihr eigentlich nur noch Ja sagen, dann ist alles geregelt. Nun gut. Wen habt ihr jetzt damit weggenommen? Special Inquiry concluded. Inhalt der außerirdischen Box. Warte, ich schaue das gleich nach. Oder ich lese mir das gleich durch. Achso, ich habe nochmal. Ich mache nochmal seltene Kristalle plus. Das heißt, ich kann das Gebäude auch nochmal verbessern. Endlich haben es unsere Wissenschaftler geschafft, einen Blick in die außerirdische Box zu werfen und den Behälter selbst dabei zu beschädigen. Durch die Verwendung eines fortschrittlichen Sonars konnte der Inhalt identifiziert werden. Der Inhalt ist verblüffend oder zumindest unerwartet. Die Box enthält drei kleine Flaschen, die jetzt mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt sind. Es ist sicher, die Box zu öffnen, bedarf aber weiterer Untersuchung, um zu verstehen, wie. Verkauft sie. Öffnen wir sie. So, aufbrechende Alien-Box. Oh! Die Conservers haben die Grenzen geöffnet. Bevormundend. Schau mal in der Cook. Ich würde mir aber doch schon irgendwie gerne wünschen, dass wir nicht hier so eingekesselt werden von allem. So, machen wir hier mal bitte auch nochmal ein paar. Anomalous ja, auch da. Detected. Da kriege ich nochmal Forschung raus. Anomalous readings so, erforschen. So, zack, zack. Achso, ich müsste gleich auch nochmal in Mucho. So. 1, 2, 3. Achso, Mucho kommt da eh nicht ran. Wobei doch, wenn ich Mucho... Weil ich würde ganz gerne statt einen Handelsknoten dort dran zu pflanzen... Situation log updated. Forschen. Handelsknoten, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann kommst du bis nach Delfin. Ja, lasse ich das erstmal in Mucho. So. Guhe ist momentan noch nichts. Robotermodifikation. Droidenarbeiter. Robotische Angriffsarmee. Nehmen wir mal. Verbesserte Roboter. Ich sehe nicht, wo das schief gehen könnte. So, ich habe halt hier einen Muni doch schon relativ in der Schwebe. Das Signal kommt von den Überresten einer antennenartigen Konstruktion. Die From Beyond hat Erkundungsdrohnen zur Oberfläche geschickt, um die Angelegenheit genau zu untersuchen. Wissenschaftsoffizier Klein fand einen höhlenartigen Bunker, der leicht aufgestemmt werden konnte. Okay, neues Spezialprojekt. Ich hätte gern, oder ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde. So verblüffend. Um ehrlich zu sein, das Ding ist, persönlich möchte ich noch immer ganz gerne dieses klassische, ich will einfach einen Planeten spezialisieren. Ich bin mir aber unsicher, ob das wirklich noch immer, oder ob das jetzt ab 2.2 so klug ist. Die Flagellen sind faszinierend. Generatives Rumpfgewebe. Nee, die Flagellen sind faszinierend. So, giftiger Seetang, genau, den entferne ich gerade. Die sind momentan noch voll happy an sich. Moin Dani, was geht ab? So, da sind Arbeiter, Spezialisten und so was. Gut, immerhin habe ich jetzt hier die Handelskrams. So, ja, ist wieder eine Wahl am Laufen. So, die drei Flaschen hier im Inneren sind mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt. Eine ist rot, eine blau und eine grün. Die Flüssigkeiten sind wenig außerirdischer als die Behälter und unsere Wissenschaftler konnten sie als genmodifizierende Lösung identifizieren.
Aus Gründen, die wir nicht verstehen, verschlechtern sich die Lösung schnell außerhalb ihres außerirdischen Behälters. Aber es sollte dennoch genug Zeit bleiben, um zumindest eine davon für unsere Spezies zu synthetisieren und anzuwenden. Es wurde bestätigt, dass seine Auswirkungen positiv sein werden, aber wie genau bleibt abzuwarten? Nö, jetzt weiß ich nicht mehr nichts mehr bei dir. Oh, Stellaris bei mir. Ich kenne theoretisch das Event, aber ich weiß gerade nicht, was war. Eins davon war halt einfach richtig OP und das andere war eher so meh. Das weiß ich noch. Nehmen wir mal Rot. Wurde basierend auf den Studien erste Testobjekte ständig Lösungen uns sozialer zu machen. Sozialpheromone. Ich glaube, damit mag man uns jetzt mehr. Schau mal ganz kurz in unter Spezies. Da. So, genau. Hier, wir haben jetzt. Genau, wir haben die Bewohnernutzung Gebäude minus 5% dafür bekommen. Was so eigentlich ist okay. Ist okay. So, wir haben Forschungsabkommen. Vertrauen 13. Warum möchtest du keinen Wirtschaftspakt mehr haben? Weil euer Handelswert ist gut. Construction complete. Kennst du BF1? Wenn du damit Battlefield 1 meinst oder Battlefield 1, ich habe davon gehört, ja. Aber dadurch, dass ich eher so nicht der Shooter-Spieler bin, ist es für mich eher uninteressant. So. Ich sollte Sklavenabwicklungseinrichtungen bei uns produzieren Handelswert und Dienstleistung. Ich baue mal eine Wirtschaftszone. Ich versuche mal hier ein bisschen mehr Handelswert rauszuholen. Ich weiß nicht, was ein guter Handelswert ist. Um ganz ehrlich zu sein. Ich mache gerade Minus nach. Es ist nicht so geplant, dass ich Minus Nahrung mache. Aber dann, um ehrlich zu sein, wer plant schon, dass er anfängt zu hungern? Ach, guck mal, hier jetzt so langsam ist wieder alles... Ach nee, das war hier auf Schotter gewesen, dass sie da steil gegangen sind. Gut. Aber ich krieg fast wieder eine neue Wohnung. Weiß nicht, irgendwie bräuchte ich halt die Luxusresidenzen, dass ich da was bekomme. Jobverstrecker, Dienstleistungs 5. Construction finalized. Wirtschaftszone, Jobbeamte. Da steht halt. Ich verstehe nicht, warum da nicht beistehst, wie viel Dienstleistung ich mache. Das ist halt irgendwie so ein Nonsens, dass das nicht beisteht. So, die Zivilindustrie kann ich jetzt einmal ersetzen zu. Könnte das nochmal zu einer Luxusresidenz? Zwei machen aus Konsumgüter, Einigkeit und Dienstleistung. Schau mal, wie gut das Holotheater funktioniert. Recycling-Kampagne. Parasitische Subjekte strömen immer in großer Zahl zu neuen Märkten, wo sie von denen, die ehrliche Geschäfte treiben, profitieren wollen. Im Weltraum ist es nicht anders. Auf Muni haben mehrere kriminelle Untergrundorganisationen ihre Operation in den Weltraum ausgeweitet, indem sie eine kleine Flotte ziviler Frachter zu Kriegsschiffen umbauten. Die Gesetzlosen nennen sich Feral Grin und haben es auf unsere lukrative Handelsroute im Euphalidus-System abgesehen. Der Handel muss fließen. Wie genau sehe ich das jetzt? So, dich einmal ganz kurz upgraden übrigens. Handelsroutenkartenmodus. Achso. Ach, die chillen dann einfach dort. Okay. Wo kann ich euch das Flotte verstärken? Ach, der Patrouillenmodus. So. Hab ich das jetzt gemacht? Entschuldigung.
Mining Operation lost. Gott, jetzt chillen die da einfach in dem System rum und ärgern mich. Das kann doch jetzt nicht angehen. So, mach das einmal bitte hinne. Ships upgraded. Sollen wir dahin und Flotte verstärken. Hier würde ich auch einfach noch eine Schiffswerft bauen. Ja, nochmal zwei Schiffswerften. Weltraumhandelsunternehmen produziert für jeden Handelsknoten. Achso, ach guck mal, dann ist der Weltraumhandelsknoten sogar relativ uninteressant. Ein Ressourcensilo und dann kann ich dir das Weltraumhandelsunternehmen dran setzen. Gut. Metallkeramikpanzerung, Ionentriebwerk, Metallkeramikpanzerung. So, ich habe jetzt Eigenschaftspunkte. Ich kann meine Roboter verbessern. Die benutze ich momentan eh nur. Baugeschwindigkeit. Baumaschine. Vorlage erstellen und dann Vorlage anwenden. Situation log updated. Was ist denn hier los? Warum sind hier Menschen arbeitslos? Ach so! Ja, ich verstehe, warum ihr arbeitslos seid. Construction finalized. Die Entertainer sind einfach. Enemy station engaged. Ah, dass er mir jetzt Energie rausgezogen hat. Voll gemein. So, du gehst wieder nach Mucho kurz, um dich zu heilen und dann werde ich hier System Resources Analyzed. Dafür sorgen, dass du von A nach B fliegst. Dienstleistung, Luxusresidenz. Bleibt eigentlich hier nur. Eigentlich möchte ich da nur. Anomalous readings detected. Zeug herstellen, wie schimpft es sich? Legierungen herstellen, aber nun denn. Müsste ich nicht eigentlich, warte ich schon mal ganz kurz, Technologie? Achso, das erforsche ich gerade noch. Das ist halt die arktische, die ist halt gar nicht mal so bad. Die hat halt distriktmäßig halt auch irgendwie wenig, was sie anbietet, um ehrlich zu sein. System Resources Analyzed. Construction finalized. Um fair zu sein, ich habe ja auch keine Ahnung, inwieweit sich das so Patrouille und dann einfach da. Construction finalized. Construction complete. Entschuldigung, Patrouille und dann so. Machst du das jetzt? Achso, genau. Construction finalized. Ich wusste aber jetzt gar nicht, dass. So, eigentlich bist du bei Null Kriminalität. Eigentlich sind alle bei Null Kriminalität. Warum auch immer da jetzt plötzlich Piraten aufgetaucht sind. Verstehe ich gerade wenig. Cool. Kann jetzt die ganz normalen Gase machen. So, das heißt da eine Bergbaustation bauen. Forschungsstation bauen. Habe ich hier irgendeinen Planeten, den ich relativ. Hat wir noch einen zweiten Energieplanet? Das bringt mir gar nichts. Stellenbasenkapazität plus 2. So, mach ich mal das hier mal. Die Hydrokulturfarm. Hydroponische Farmen. Jobland für plus 2. Ne, so einen Farmplanet habe ich gar nicht. Wobei, ich könnte. Achso, du hast Mineralien plus. So, der hat Stur bekommen. Gut, das ist mir eher wenig. Relativ egal. Ist eine Alpinwelt? Wie schaut's mit der aus? Weiß halt nicht. Ich habe hier einen Bergbau. Warum habe ich hier einen Bergbaudistrikt? Ah, nee, ich könnte noch einen bauen. Merke ich gerade. Ah, okay. Landwirtschaftmäßig. Ist halt schon blöd. Nun denn. Aber ich mache jetzt auch nicht mehr allzu lange. Wir sind jetzt schon wieder 3,5 Stunden so am Stream.
Dementsprechend. Ich. Sklaven befriedet. Danke. Anomalous readings detected. Das heißt, ich kann jetzt hier auf dem Planeten sagen: Entscheidungen, Kriegsrecht beenden. So. Max-Distrikte plus 2. Monetäres Wachstum fördern. Ich meine, die sind halt gerade gechillt. Noch. So, okay, das ist Schattenspiel. Ja, ihr werdet halt irgendwann runtergesetzt. Durch die Luxusresidenzen. Ich könnte ein Forschungslabor. Ich kann das nicht upgraden, weil. Um Forschungskomplexe zu upgraden, brauche ich. Okay. Gase. Gut, die. Scientific progress attained. So kriege ich jetzt so langsam. Das ist die chemische Bepflanzung, das ist der Energienexus, den ich haben kann. System resources analyzed. So, das heißt, es ist jetzt immer so eine Frage mit, welche Sonderrohstoffe möchtest du aufgeben, / nutzen? Okay. So, Tebador, wie schaut's hier aus? Du hast noch keine 50 Bewohner hier, ne? Du hast aber 39. Wahrscheinlich uralter Satellit. Was ist dein zweitgrößter Planet? Wie schaut das hier aus? Das wäre doch schon eher uninteressant. 1600 Energie und 80 davon, ja. Ach, du hast nicht mal 25 Leute hier? Nun denn. Ich mache einfach mal ein paar mehr auf Zweigstellen. So, weil ich in der Hoffnung, dass die mir ein bisschen was bringen. Genau, verfügbare Tradition. Vielen Dank. Eine zusätzliche Wohnung zur Verfügung. Okay, die rivalisieren sich gegenseitig. Das ist schön für euch. Lasst mich einfach da raus. Wirtschaftspakte kosten nicht länger Einfluss im Unterhalt. So. Haben wir das erforscht? Ermöglicht beiseite Unternehmungsführungsmixen. Ach, guck mal, das ist endlich mal so eine Sache, für die ich jetzt kein Gas oder sonst irgendein Blödsinn brauche. Würde halt ganz gerne. Ich wünschte mir jetzt so als Möglichkeit, ne? Für das Spiel, dass ich einfach sagen könnte: Okay, ich habe jetzt so viele Tochter. Oder ich habe jetzt so viele Zweigstellen bei dir, dass ich ihn irgendwie. Zu meiner Tochtergesellschaft machen kann. Okay, technologiemäßig reise ich da so ein bisschen von. Ich kann auch mal den Markt nutzen, ne? Ich hätte gerne Nahrung. Zu Verkauf auf Betrag klicken. Nahrung verkaufen, 500 Nahrung kaufen. Kaufen mal 1000 Nahrung. Metallkeramikpanzerung. Stellen Nebelraffinerie wollen noch nicht. Synthetische. Machen wir das ausgeschützt, um mehr Stuff erforschen zu können. Habe ich hier schon die Entscheidung Landräumung gehabt? Einladung zu. Ach, jetzt möchtest du. Höchstwahrscheinlich kriege ich mehr raus. Ich garantiere dich nicht, ne? Sehr schön. Wirtschaftspakt brechen. Weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Kann ich das Nicht-Angriffsversprechen trotzdem schließen? Wobei, das würde mich jetzt auch wieder Einfluss kosten. Und ich habe jetzt gerade dafür gesorgt, dass Einfluss nicht mehr so ein Problemchen wird. Wie schaut's mit euch aus? Wie steht ihr mir gegenüber? Ihr mögt mich, Wirtschaftspakt anbieten. Forschungsankommen anbieten. Sehr gut. Wie schaut's auf eurem Heimatplaneten aus? Ifnus. Da kann ich eine Zweigstelle einrichten.
In dem Munde hier ist von basierend auf dem momentanen Handelswert des Planeten, so dass es um unsere Reichsgröße.